Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Doch offenbar nehmen wir die Attraktivität eines Menschen anders wahr als bisher angenommen. In einer aktuellen Studie, die im Magazin Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences erschien, haben Forscher einen Zusammenhang zwischen Attraktivität und Immunsystem entdeckt. Demnach werden Menschen, die über ein gutes Immunsystem verfügen, als besonders hübsch eingestuft. Frühere Forschungen hatten sich bereits mit dem Zusammenhang zwischen der Attraktivität eines Männergesichtes, dem Immunsystem und dem Hormonhaushalt eines Mannes beschäftigt. Das Ergebnis: hohe Werte des männlichen Hormons Testosteron in Kombination mit wenig Stresshormonen stärken das Immunsystem und lassen ein Männergesicht in den Augen von Frauen besonders attraktiv erscheinen. Eine Studie der Texas Christian University in Fort Worth wollte die bisherigen Ergebnisse erweitern. Für die Untersuchung bewerteten insgesamt 492 Personen mit einem Durchschnittsalter von 25 die Fotos von 159 Erwachsenen im Alter von durchschnittlich 20 Jahren. Bei der Auswertung der Ergebnisse stellten die Forscher fest, dass die Menschen, deren Gesicht hohe Bewertungen im Bereich Attraktivität erhalten hatte, über ein gesünderes Immunsystem verfügten als andere. Die Vermutung der Wissenschaftler: ein attraktives Gesicht gibt Aufschluss darüber, ob ein potenzieller Partner über ein stabiles Immunsystem verfügt und schließlich in der Lage ist, gesunde Nachkommen zu zeugen und deren Überleben zu sichern. Haustiere halten fit. Hunde, Katzen und andere Haustiere halten uns fit und gesund. Das zeigen mehrere Studien der American Heart Association. Vor allem Hundebesitzer profitieren von ihren Vierbeinern. Durch die ständige Bewegung bleiben sie körperlich fit und beugen so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Auch das Immunsystem wird durch die Bewegung an der frischen Luft gestärkt. Kinder, die mit einer Katze aufwachsen, haben im Erwachsenenalter nur halb so viele Allergien wie ihre Altersgenossen. Besonders positiv wirken sich Vierbeiner auf unsere Psyche aus. Bereits das Streicheln von Hunden und Katzen beruhigt uns und macht uns resistenter gegen Stress. Bereits im Mutterleib werden Babys mit unzähligen Chemikalien belastet. Das haben Forscher der University of California in San Francisco jetzt herausgefunden. Theoretisch sind ungeborene Kinder vor vielen Schadstoffen durch die Plazenta geschützt. Die Studie zeigt jedoch, dass vor allem hormonähnlich wirkende Chemikalien diese Schutzbarriere durchdringen können. Dafür nahmen die Wissenschaftler bei 30 Mutter-Kind-Paaren Blut ab und analysierten es mittels Massenspektrometrie. Das Ergebnis: 109 Industriechemikalien konnten sowohl im Blut der Mutter als auch bei deren neugeborenen Kindern nachgewiesen werden. 40 davon stammen aus Weichmachern, 29 aus Medikamenten, 28 aus kosmetischen Produkten und 25 aus herkömmlichen Haushaltsmitteln. Des Weiteren fanden die Forscher 23 Pestizide, 7 polyfluorierte Alkylverbindungen und 3 Flammschutzmittel. 55 der 109 Chemikalien wurden noch nie zuvor im menschlichen Blut nachgewiesen. Darunter auch langlebige Umweltschadstoffe, die sich im menschlichen Gewebe anreichern und im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. 42 der 109 Chemikalien gaben den Forschern Rätsel auf. Denn es ist bisher weder bekannt, wo sie produziert noch wo sie eingesetzt werden. Hier sehen die Wissenschaftler die Umweltbehörden in der Pflicht, strengere Richtlinien zur Dokumentation von Chemieprodukten durchzusetzen. Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung, AD. Bald soll jeder sein Handy mit dem eigenen Herzschlag entsperren können, indem der User sein Smartphone einfach nur in der Hand hält. Forscher der Universität Toulouse in Frankreich stehen kurz davor, das zu ermöglichen. Handys enthalten hunderte sensibler Datensätze. Deswegen ist die Absicherung besonders wichtig. Im Fokus stehen deshalb schon seit längerem biometrische Methoden, denn diese sind schwer zu reproduzieren.
Das Authentifizierungssystem der Franzosen nennt sich HolePass. Die Technik dahinter nennt sich Ballistokardiographie. Mit ihr soll es möglich sein, kleinste Vibrationen in der Hand zu erfassen, die vom Herzschlag ausgelöst werden. Es gibt allerdings eine Herausforderung. Die Software muss schwache Impulse des Herzens erkennen, während sich die Hand bewegt, und alles in Echtzeit verarbeiten. Die Forscher arbeiten an einer Lösung und sind sich sicher, dass HolePass eine Genauigkeit von 96,2% erreichen könnte bei einer Berechnungszeit von 3 Sekunden. Wer vor dem Shoppen Kaffee trinkt, gibt mehr Geld aus. Das hat ein Team von Marketingforschern der University of South Florida herausgefunden. Die internationale Gruppe von Wissenschaftlern richtete in mehreren französischen und spanischen Einkaufszentren Getränkestände ein. Dort gab es für die insgesamt 300 Versuchspersonen entweder normalen Espresso, eine entkoffeinierte Version oder Wasser. Die Personen, welche sich vor dem Shopping Koffein gönnten, gaben beim Einkauf deutlich mehr Geld aus. Vor allem für sogenannte hedonistische Produkte, jene, die vor allem dem eigenen Vergnügen dienen. Der Grund? Koffein sorgt für eine erhöhte Ausschüttung von Dopamin im Gehirn. Das steigert die Impulsivität beim Einkaufen. Dieser Effekt tritt allerdings nur bei Menschen auf, die selten Kaffee trinken. Diejenigen, die täglich mehr als 2 Tassen konsumieren, sind vor Koffein-Impulseinkäufen gefeit. Pinguine gibt es schon seit 60 Millionen Jahren. Die Tiere haben es immer wieder geschafft, sich extremen Klimaschwankungen anzupassen. Doch der aktuelle Klimawandel könnte ihr Ende bedeuten. Das fand ein dänisches Forscherteam der University of Copenhagen heraus, indem sie Pinguinfossilien mit den heutigen Genen der Tiere verglichen und analysierten. Pinguine entstanden auf dem gesunkenen Mikrokontinent Zeelandia, von dem heute nur noch Neuseeland an der Oberfläche liegt. Durch Meeresströmungen und Klimawandel vorangetrieben, passten sich die Tiere im Laufe der Zeit immer wieder selbst an die extremsten Umgebungen der Erde an. Egal ob Körpergröße, Unterwassersicht, Tauchfähigkeit, die Entwicklung von Flossen oder die Umstellung der Nahrung. Anhand von berechneten Evolutionsdaten kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass sich die Evolution moderner Pinguine im Gegensatz zu anderen Vögeln verlangsamt. Ein Grund: der aktuelle Klimawandel und die rasche Erwärmung der Welt. Schon jetzt steht die Hälfte aller lebenden Pinguine auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion.